Noch im Jahr 2019 wird es von Microsoft eine neue Xbox geben. Diese wird aktuell unter dem Codenamen Xbox Maverick entwickelt. In diesem Video möchte ich erklären, was es mit dem Produkt auf sich hat und euch die Wahrheit erzählen darüber, warum Maverick überhaupt noch auf den Markt kommen wird. Und natürlich, was das Ganze mit PlayStation zu tun hat, erkläre ich am Ende dieses Videos. Vorher möchte ich allerdings ein bisschen das Codenamen-Chaos rund um die nächsten Xbox-Konsolen aufräumen. Wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, habt ihr sicherlich schon von der Xbox Scarlett gehört. Dieser Codename bezeichnet die nächste Konsolengeneration. Genauer gesagt steht Scarlett für die gesamte Gerätefamilie. Die nächste Generation an Xbox-Konsolen wird nämlich mehr als eine Konsole sein. Und aktuell scheint Microsoft zwei Modelle zu planen, wie man es aktuell mit der Xbox One X und der Xbox One S macht. Xbox Anaconda wird dabei die High-End-Variante sein, während Xbox Lockhart für das günstigere Modell steht. Lockhart wird hier gerne mal mit Maverick verwechselt. Heute möchte ich allerdings eben nur über Xbox Maverick reden, welche übrigens nicht zur nächsten Konsolengeneration gehört. Tatsächlich ist Microsofts nächste Xbox-Konsole immer noch ein Produkt der alten Generation. Bevor ihr aber abschaltet, weil ihr nichts über alte Geräte hören wollt, will ich euch sagen, dass dieses Ding viel mehr mit Xbox Scarlett zu tun hat, als es die Hardware glauben lässt. Klären wir hier zuerst mal, was Xbox Maverick überhaupt sein wird. Der offizielle Name soll Xbox One S All Digital Edition lauten. Man kann es ganz einfach zusammenfassen. Es ist eine Xbox One S ohne Laufwerk. Konkret wird dieses Produkt auf der Xbox One S basieren, leistungstechnisch und hardwaremäßig komplett gleich sein, aber mit dem einen Unterschied, dass es gar kein Blu-ray-Laufwerk mehr gibt. Da kommt natürlich die Frage auf, warum sollte Microsoft jetzt noch 6 Jahre alte Hardware auf den Markt bringen, wenn doch schon nächstes Jahr die nächste Generation erwartet wird? Wenn Microsoft die Konsole auf der E3 2019 auf den Markt bringt, wird man das so erklären. Indem wir das Laufwerk entfernen, wird die Konsole billiger. Und dann wird es noch eine überzeugende Prozentzahl geben, wie viele Xbox-Spieler es überhaupt gar nie verwenden. Microsoft wird sagen, so und so viele Spieler brauchen gar kein Laufwerk und wieso sollten die für etwas zahlen, was sie gar nicht brauchen? Durch das Entfernen des Laufwerks wird bei der Herstellung gespart, deshalb wird sie billiger und liebe Freunde, wir tun euch doch nur einen Gefallen, das wird Microsoft sagen. Aber stimmt das denn? Wer die Straßenpreise der aktuellen Xbox One S kennt, der wird schnell erkennen, das ist fast unmöglich. Die Straßenpreise für eine Xbox One S sind in den letzten 2 Jahren natürlich extrem gefallen. Und bei Angeboten gab es die Konsole inklusive Games teilweise schon für unter 150 Euro. Maverick kann also zum Start nicht günstiger sein als eine 2 Jahre alte Xbox One S. Und das hat ein paar einfache Gründe. Auch wenn man das 4K Blu-ray-Laufwerk entfernt, was ja jetzt nicht die billigste Komponente ist zugegeben, muss Microsoft für Maverick zumindest ein leicht abgeändertes Gehäuse bauen. Und das noch in einem sehr geringen Produktionsvolumen. Weil, seien wir mal ehrlich, eine 6 Jahre alte Konsolengeneration verkauft sich im vorletzten Jahr, wo sie noch aktuell ist, nicht auf einmal besser oder gar millionenfach. Die Verkäufe der gesamten Generation gehen natürlich zurück und eine Xbox ohne Laufwerk wird daran nichts ändern. Maverick wird höchstens ein paar Prozent von den ohnehin geplanten Xbox One S Käufen wegnehmen und das ist auch schon der Bestfall. So verkauft Microsoft in Japan pro Woche rund 100 Xbox-Konsolen und in Zukunft werden vielleicht 5 davon halt eine Maverick sein. Was auch immer Microsoft beim Preis behauptet, Maverick kann trotz des Laufwerkausbaus mittelfristig kaum günstiger sein als die Xbox One S. Dann muss man aber natürlich die Frage stellen, warum macht Microsoft es denn sonst? Und wer jetzt sagt, sie verdienen dann mit den digitalen Games mehr Geld, der kennt nur die halbe Story. Okay, ja, Microsoft könnte mit einer Digital-Only-Konsole mehr Geld verdienen als mit anderen Modellen. Aber das ist in Wahrheit nicht der wichtigste Grund, warum Maverick kommen wird. Xbox Maverick ist nur eine Testumgebung für Xbox Scarlett. Bei Microsoft wird, wie bei jedem anderen Unternehmen auch, extrem viel Marktforschung betrieben. Das heißt, da sitzen ein paar unglaublich langweilige Leute in einem Büro, Meetingraum oder in einem Starbucks-Café und sehen sich Ergebnisse von Studien und Umfragen an und erstellen dann ihre hochpräzisen Analysen, was die Kunden genau in diesem Moment am nötigsten haben. Und bei der ersten Xbox One sagten halt diese Marktforscher, was wir alle gerade bei einer Konsole am dringendsten brauchen, das ist ein Online-Zwang, der uns nichts mehr spielen lässt, wenn die Xbox mehr als 24 Stunden nicht am Netz war. Wie man sieht, ist also Marktforschung keine wirklich exakte Wissenschaft. Genauer gesagt ist es wie Psychologie oder Musik gar keine Wissenschaft. Und manchmal geht eben Probieren über Studieren. Was die Marktforscher nämlich ganz schlecht prognostizieren können, ist nämlich, ob es heiter wird oder doch eher wolkig mit Aussicht auf Shitstorm. Und aus diesem Grund ist es für Microsoft nicht mal wirklich problematisch, es einfach auszuprobieren.
Besonders eben mit einem Produkt, wo man die Produktionszahlen im Vorfeld schon ziemlich gut einschätzen kann und womit man eben kein Risiko eingeht, sich irgendwie die ganze Generation mit einer Fehleinschätzung zu ruinieren. Weil das hat man ja schon. Das ist jetzt also die eine Sache. Microsoft tastet sich mit Xbox Maverick am Markt vor und schaut erstmal, wie groß ist dann die Gegenwehr. Um die Gemüter zu besänftigen, gibt es weiterhin die normale Xbox One S, also alles noch optional und freiwillig hier. Und je nachdem, wie die Reaktionen von Kunden und Medien ausfallen, wird sich Microsoft für die Xbox Scarlett-Generation auch was überlegen. Vielleicht kommen dann beide ohne Laufwerk oder nur eben das günstigere Modell, vielleicht auch gar keins. Das hängt echt vom Erfolg oder vom Misserfolg der Maverick-Konsole ab. Es gibt aber noch eine Sache bei Maverick und die ist tatsächlich eine strategisch unglaublich wichtige Investition für Xbox, mit der man sich auch einen ziemlich großen Vorteil gegenüber PlayStation sichern wird. Irgendwann werden alle Konsolen vollkommen digital sein, ob nun PlayStation oder Xbox. Das wird mit optionalen Varianten anfangen, die viel günstiger sind und später irgendwann ist das Laufwerk dann ganz weg. Dagegen können wir eigentlich nichts tun. Der Vorteil, den sich Microsoft hier sichern will, liegt in der Consumer Education. Das bedeutet, dass Kunden einerseits an den Gedanken gewöhnt werden, kein Laufwerk mehr zu haben und ihnen andererseits beigebracht wird, wie sie ihre Spiele sonst beziehen können. Denkt hier nicht an den 19-jährigen Gamer, der seine Spiele günstig bei Keyseiten kauft, sondern an eine Mutter, die für ihren kleinen Sohn das neueste Forza im Mediamarkt sucht und mit einer Disc heimkommt und keinen blassen Schimmer hat, warum sie plötzlich kein Laufwerk hat. In diese Customer Education gehört echt viel Marketingenergie investiert. Man muss die Händler schulen, sodass sie bei der Kaufberatung nachfragen, welches Modell denn ein Kunde hat. Man muss den Kunden beibringen, wie und wo sie künftig digitale Games kaufen können. Das könnte zum Beispiel weiterhin in traditionellen Fachmärkten passieren, wo halt dann Keys anstatt einer Disc drin sind und wo die Verpackung dann halt auch ein anderes Label hat. All das müssen Kunden aber verstehen und so ein Prozess dauert oft Jahre. Je früher man also damit beginnen kann, desto weniger Verwirrung entsteht. Auch auf diese Weise will sich Microsoft einen Vorteil gegenüber PlayStation verschaffen. Das gehört alles zu der Strategie, mit der man die PlayStation 5 mit Xbox Scarlett bezwingen will. Hierzu hatten wir übrigens auch ein sehr interessantes Video auf unserem Kanal, das ihr jetzt als Infokarte sowie auch in der Beschreibung verlinkt seht. Und am Ende möchte ich noch ein kleines Detail hinzufügen. Wie soll man denn Disc Games dann noch verwenden, wenn man eine Xbox Maverick hat? Microsoft plant hierzu einen Dienst namens Game Exchange, womit ihr eure Disk-Version in eine Digitalversion umtauschen könnt. Das funktioniert, weil Microsoft mit der originalen Xbox One ja noch ein Game-Sharing mit Freunden geplant hatte, was ja wegen diesem Online-Zwang dann doch nicht kam. Aber es ging um Folgendes. Wenn ihr ein Disk-Game hattet, konntet ihr das mit Freunden teilen, ohne dass ihr denen die CD mit nach Hause gebt. Damit Microsoft jetzt weiß, wer welche Disk hat, musste jede Disk mit einer einzigartigen ID gekennzeichnet werden, welche nur die Konsole lesen kann. Und wie der Zufall es so will, wird diese ID 6 Jahre später dafür genutzt werden, Xbox Games zu digitalisieren. Die Informationen, welche wir zu Xbox Maverick haben, sind schon ziemlich konkret. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir die Konsole schon vor der E3 noch sehen werden. Sie könnte ab Mitte April bis Anfang Mai vorbestellt werden. Pläne können sich allerdings jederzeit noch ändern und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, installiert euch doch die WindowsArea.de App auf euer Android-Smartphone, wo ihr regelmäßig die aktuellsten News rund um Windows 10, Xbox und Surface nachlesen könnt. Ich danke euch jedenfalls fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.